Hallo meine lieben Kreativen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute eine dreieckige Box mit rechtem Winkel. Ich habe hier euch zwei Beispiele. Das waren jeweils meine Prototypen. Einmal mit Band, einmal ohne Band. Und wenn man es zur Seite legt, sieht man, dass hier haben wir einen 90-Grad-Winkel. Und genau dementsprechend wird eben auch die lange Kante hier berechnet. Das heißt, ihr könnt hier jedes Maß nehmen, das ihr wollt. Und mit dem Satz des Pythagoras könnt ihr euch dann selber weil a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Deswegen könnt ihr euch die auch ganz einfach ausrechnen. Ja, wir nehmen jetzt aber die Grundmaße 7 mal 7 mal 7 cm und deswegen ist unsere lange Seite ist dann nachher 9,9 cm lang. Das gleiche, wie gesagt, habe ich hier auch gemacht. Und ja, die Box geht nachher so auf, dass hier eine Lasche gemacht wird. Und dann hat man hier noch Platz, dass man entweder was reinschreibt, kann man hier auch noch. Oder einfach ein kleines Süßi oder was auch immer, ja, reinlegt. Ich mache die Box, weil eine Freundin von mir Geburtstag hat. Und ich und mein Partner, wir werden ihr einen kleinen Geldbetrag zukommen lassen. Und da sie sehr, sehr gerne in Urlaub fliegt, ist es dann ja für ihr nächste Urlaubsreise. Und genau, ich hätte gesagt, wir starten mal. Die beiden kommen weg. Wir fangen wie immer an mit unserem Schneide- und Falzbrett. Und wir brauchen zuallererst eine DIN A4-Seite. Die brauchen wir aber nicht komplett. Ich habe mich hier für Rehbraun entschieden, einfach nur, weil es nachher mit meinem Designerpapier eigentlich ganz gut harmoniert. Aber wie immer, ihr könnt ja das benutzen, was ihr wollt. So, die kurze Seite, die lassen wir so, wie sie ist. Wir müssen nur auf der langen Seite was wegnehmen. Und zwar kürzen wir uns unser Cardstock auf 26 cm. So, perfekt. Das Stück immer nicht wegschmeißen. Wir wissen ja nie, für was wir es brauchen. Also heute brauchen wir es nicht, aber ja. Unsere Restekiste muss ja gut gefüllt sein. So. Dann kommt die Schneideklinge aus dem Weg. Wir falzen auf der langen Seite, weil wir die gerade eingelegt haben, falzen wir bei 7 cm. Dann nochmal bei 7 cm, also wir gehen auf 14. Und dann falzen wir 9,9 cm und nachher muss das Eckchen hier, unser letztes Feld, muss 2,1 cm haben. Deswegen schiebe ich hier durch auf 2,1 cm. So, dann drehen wir unseren Cardstock auf die kurze Seite. Und ich brauche jetzt erst einen kleinen Energieschluck Tee. Ich trinke heute Früchtemischung von Mesmo. Beste. So, weiter geht's. Und auf der kurzen Seite falzen wir bei 7 cm. Und bei 14 cm. So, perfekt. Das kommt dann weg. Wir brauchen noch unser Metalllineal und unser Nail Dotting Tool. Was ihr zum Falzen benutzt, bleibt ja wie immer euch überlassen. So, wir haben jetzt die 2,1 haben wir hier oben. Dann haben wir hier unser langes Feld mit 9,9 cm und dann einmal 7 cm und 7 cm. Das zweite. Da setzen wir jetzt an vom Knotenpunkt
und ziehen uns das runter. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Das heißt vom Knotenpunkt ins Eck. Perfekt. Jetzt können wir auch schon schneiden. Ich zeichne euch davor mal an, was alles weggeschnitten wird. So, wir schneiden uns weg dieses Feld, dann dieses komplette Feld und das obere, das gleiche auf der anderen Seite hier und hier auch. Aber Vorsicht, wir schneiden uns, also das wird nachher ja quasi unser Boden und hier brauchen wir nur die Hälfte, das gleiche auch drüben, weil sonst lässt sich die Box nicht gut zusammensetzen. Und hier brauchen wir noch 1 cm mehr, weil wir brauchen hier noch diese Laschen. Und diese Laschen habe ich jetzt nicht eingezeichnet, das kann man einfach von Hand machen, dass man eben nicht an der Falzlinie schneidet, sondern einfach ein oder zwei, je nachdem wie ihr das wollt, Zentimeter noch drauf. So, Schere, Schere, Schere. Schere ist hier. Dann fangen wir mal an. Also den Boden, wie gesagt, können wir einschneiden. Und da brauchen wir nicht alles, sondern es reicht uns so viel. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Perfekt. Dann machen wir hier unseren nächsten Schnitt. Und da haben wir gesagt, wir nehmen uns einfach noch einen Zentimeter mit und schneiden so ab. Das gleiche machen wir natürlich auf der anderen Seite auch. Und dann können wir uns hier oben, können wir uns, wie ich die beiden X'e gesetzt habe, uns die Felder wegschneiden. Nummer 1. Und Nummer 2. So. Dann sieht das gute Stück so aus. Ich werde mir jetzt noch hier an den Bodenklebelaschen, werde ich mir noch die Ecken anschrägen. Beziehungsweise eigentlich gar nicht die Ecken anschrägen. Ich werde die Klebelaschen ein bisschen einschneiden. Ich schneide mir ja da immer einen Keil ein. So. Und dann können wir unser Falzbein nehmen. Ach ja, Entschuldigung, noch was vergessen. Hier oben die Lasche, die 2,1 cm. Da schneiden wir uns auch ein bisschen einen Keil weg. So. Jetzt nehmen wir unser Falzbein und falzen erstmal jede Falzlinie nach. So, als nächstes werden wir als erstes unser Designerpapier draufkleben, bevor wir die Box nachher zusammenkleben. Einfach nur, weil es eben, ja, ist ein bisschen einfacher, wenn man das schon davor macht. Dazu brauchen wir einmal die Maße 9,5 x 6,6. Das kommt nachher auf die Lasche vorne drauf. Und wir brauchen einmal ein Quadrat mit 6,6 cm. Das müssen wir uns jetzt aber auch noch zurechtschneiden. Das heißt, wir drehen das einmal um. Wobei das Muster auch schön gewesen wäre. Jetzt überlege ich gerade, welche Farbkombi besser aussieht. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt alle sagen, die hier. Ne, ich bleibe bei der blauen. Wir nehmen uns unser Lineal und einen Bleistift
und ziehen uns hier durch die Mitte diagonal einen Strich und dann teilen wir das Blatt auch hier. So, und dann können wir anfangen, dass wir alles bekleben. Ich fange an mit dem großen Teil. Ich nehme hier wie immer meinen grünen Tombow, den ich in eine Nadelflasche eingefüllt habe. Das Gute an der Nadelflasche ist halt, dass man wirklich, also erstens verbraucht man viel, viel weniger und man kann eben viel präziser seinen Kleber auftragen. Das war jetzt natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. So. Und dann kleben wir auf die beiden halben Felder, kleben wir jetzt noch die Teile drauf. Zum Zusammenkleben tragen wir nur Kleber auf die beiden Felder hier auf. Weil hier sieht man nachher die Klebelaschen, was aber nicht wirklich schlimm ist. Das wird nachher so hochgeklebt. Jetzt ist unsere Box auch schon eigentlich fertig. Man könnte jetzt noch hier hinten auch noch was draufkleben, mache ich aber nicht, weil das sowieso nur die Rückseite ist. Was wir jetzt aber noch machen, das hier relativ blöd ist reinzugreifen, stanzen wir uns jetzt hier noch mit einem 5/8 Kreisstanzer einen Halbkreis raus. Da gucke ich einfach, dass rechts und links gleich viel Platz ist. Und dann ist das auch schon erledigt. Und jetzt kann man hier einfach besser reingreifen und kann eben die Box aufmachen. So, jetzt fehlt nur noch ein bisschen Deko. Ich habe mir hier so Paketschnur zurechtgelegt. Ich finde, das passt eigentlich ziemlich gut zu diesem ja, Reisethema und sowieso zu Braun passt es eigentlich. Finde ich besser wie jetzt ein Organza-Band oder sowas ähnliches. Und dann habe ich mir schon davor ausgedruckt für den nächsten Trip. Das habe ich in zwei verschiedenen Schreibweisen habe ich das geschrieben und habe es dann, ja, wie gesagt, ausgedruckt. Und das möchte ich jetzt auch noch draufkleben. Da habe ich mir aber gedacht, ich möchte noch gerne einen Rand haben, weil einfach nur so gefällt mir das nicht. Und zwar habe ich noch von einem anderen Projekt diesen mangogelben Cardstock und der hat mir dazu eigentlich ziemlich gut gefallen. Und deswegen werde ich jetzt mit einem, also das hier sind 1,5 Zoll und jetzt werde ich noch meinen Rand auch mit 1,5 Zoll, aber mit einem Zackenkreis machen. Ich hoffe, das kann man in der Kamera gut erkennen. So, perfekt. Und jetzt klebe ich das einfach drauf und dann finde ich da einen schönen Platz. So, und jetzt denke ich mir gerade, wenn ich theoretisch meinen Spruch jetzt rechts und links jeweils mit so einem 3D-Schaumpad klebe, dann könnte ich zwischendurch die Kordel machen. Und das gefällt mir, die Idee gefällt mir recht gut, deswegen mache ich das jetzt. Einmal platziere ich jetzt einmal einen 3D-Klebepunkt relativ weit links
und einmal relativ weit rechts, sodass hier in der Mitte noch genug Platz bleibt für die Schnur. Dann wickle ich jetzt einfach schon mal ein bisschen was von der Schnur auf und lege mir das einmal, beziehungsweise ich kann mir auch gleich was wegschneiden. Mach mir jeweils an das Ende einen Knoten hin. Einfach nur, dass man einen schönen Abschluss hat. Dann gucke ich mal. Ich möchte natürlich eine Schleife haben. Gucke ich mal, wie viel ich dafür brauche. So, aus dem Stückchen mache ich dann auch noch einen Knoten. So. Jetzt gucke ich, dass ich meine Schnur relativ mittig habe. Dann ziehe ich mir hier hinten das Trägerpapier ab, bringe hier noch ein bisschen Flüssigkleber auf und dann klebe ich das einfach so drauf. Ich gucke, dass es mittig ist, gucke, dass es gerade ist. Ja. Und jetzt gucke ich mal, ob ich vielleicht noch, weil ich finde, es sieht ein bisschen nackig aus. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch ein paar Nuvo-Drops in einer Farbe habe, die dazu passt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe tatsächlich eine Farbe gefunden, die da relativ gut dazu passen könnte. Und zwar sind es die ganz normalen Crystal Drops Gloss. Und ich nehme jetzt die Farbe Buttermilk. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. So, und dann mache ich jetzt hier einfach noch ein paar Punkte hin. Ich gucke, dass ich die immer unterschiedlich groß mache. Und hier oben auch noch. So, perfekt. Dann ist mein Projekt für heute fertig. Das muss jetzt noch gut trocknen. Das heißt, da muss ich mir jetzt erst noch eine Halterung bauen, dass die Nuvo Drops gut trocknen können. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine kreative Zeit. Bleibt gesund. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao. Thank you.